Seit nun über 5 Wochen nehme ich meine ADHS-Medikamente nicht mehr. Aber warum? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich nicht mehr so ich selbst bin und irgendwie gebremst werde. Klar habe ich die Vorteile genossen, aber mein Körper hat sich irgendwie nicht mehr angefühlt wie mein eigener Körper. Also habe ich sie angefangen abzusetzen. Aber was genau machen ADHS-Medikamente jetzt genau? Im Grunde genommen beeinflussen sie Aktivitäten von Nervenbotenstoffen im Gehirn. Die wichtigsten Botenstoffe, die dabei eine Rolle spielen, sind Dopamin und Noradrenalin. Dopamin ist wichtig für Aufmerksamkeit, Motivation und Belohnung. Noradrenalin spielt eine Rolle bei Konzentration, Wachsamkeit und Blutdruckregulation. Genau 2 Wochen ist es her, dass ich meine ADHS-Medikamente abgesetzt habe und mein Leben konnte sich nicht krasser verändern. Nummer 1, ich habe viel mehr Energie. Es war die ganze Zeit so und so habe ich mich auch gefühlt, dass irgendwie etwas in mir unterdrückt worden ist und das ist jetzt wieder frei. Also ich kann wieder durcharbeiten, ich habe wieder diesen Hyperfokus, wo ich wirklich so 6 Stunden am PC irgendwelche Videos fertig schneide, vergesse zu essen und auch die Struktur hat sich wieder verschlechtert. Also diese ganzen Negativpunkte, die bei ADHS so mit dazukommen, sind auch wieder da. Und dazu zählt bei Punkt Nummer 2 die Aufmerksamkeitsspanne. Die ist wieder super gering. Und ich benutze gerade weder Instagram Reels oder ich schaue TikToks oder sonst was und die ist trotzdem unfassbar gering. Mir fällt es wieder schwer, meiner Freundin zuzuhören. Und nicht nur das, ich fange auch wieder eine Sache an, gehe dann zur nächsten rüber, obwohl die eine Sache noch gar nicht fertiggestellt war und dann kommt die nächste Sache und die nächste Sache. Also ich bin wieder so ein Task-Switcher geworden. Aber mir ist das direkt 2 Tage, nachdem ich die Medikamente abgesetzt habe, aufgefallen und habe angefangen, Systeme zu entwickeln, beziehungsweise meine alten Systeme, die ich entwickelt habe, sowas wie Routine oder whatever. Und die funktionieren tatsächlich gerade sehr, sehr gut. Aber auch Punkt Nummer 3, ich bin wieder emotional instabiler. Das ist ja so ein typisches Symptom ist bei ADHS. Es zu kleinen Konflikten kommt, dass ich die dann doch sehr persönlich nehme. Und wenn jemand den Satz sagen sollte, der Tag war schlecht und es ist meine Freundin zum Beispiel, dann beziehe ich das sofort auf mich. Obwohl das ja eigentlich gar nicht heißen muss, dass ich damit involviert ist. Kann ja auch sein, dass sie irgendwelche Dinge erlebt hat. Für sie ausschlaggebend dafür waren, dass der Tag halt nicht so gut war. Ich verstehe aber im Großen und Ganzen, dass ich da ein Teil von war. Deswegen haben wir jetzt schon das System entwickelt, dass sie wirklich die Dinge benennt, die nicht so cool waren. Und damit bin ich voll fein und dann verstehe ich das auch besser. Es ist alles eine Sache der Kommunikation. Und ich habe echt alles ausprobiert. Angefangen mit Medikinet, rüber zu Ritalin, das wohl bekannteste. Und zu guter Letzt Elvanse, das auch bei mir am besten funktioniert hat. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen bis hin zu Licht- und Geräuschempfindlichkeit und sogar Depression. Und ADHS ist wie eine Fähigkeit, nur viele wissen nicht, diese auch richtig einzusetzen. In der Steinzeit hatte man dadurch genau diese Vorteile. Schnelle Auffassungsgabe und Neugier, Nahrung finden, Gefahren erkennen, auch in dynamischen Umgebungen. Wir hatten hohe Energie und Ausdauer bei langen Jagden und unermüdlicher Arbeit im Alltag. Kreativität und Unkonventionalität. Problemlösung und Innovation für Überleben und Fortschritt. 20. April mit dem wunderschönen Vogelgezwitscher im Hintergrund, dass sich so langsam alles in Balance wiegt. Also ich habe gar nicht mehr so das Gefühl, in Konversation immer reinreden zu müssen oder unbedingt was sagen zu müssen. Meine emotionale Lage hat sich auch deutlich verbessert. Also ich bin nicht mehr so abhängig von anderen Gefühlen und Menschen, so wie es, obwohl ich weiß schon gar nicht mehr, wie das vorher war. Ich meine aber, dass ich sehr emotional abhängig immer war von anderen und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich habe aber auch gerade das Gefühl, dass es eine nächste Phase ist, in der ich mich reinbegebe. Also wirklich sehr interessant. Und ich weiß nicht, ob es an dem Absetzen lag, aber mein Schlaf ist die letzten 4 Tage katastrophal gewesen. Heute war der erste Tag, wo ich richtig gut geschlafen habe. Also so gut, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wann ich letztes Mal so gut geschlafen habe. Aber es kommt irgendwie immer so ein Schüben. Ich habe das Gefühl, die Kontrolle wieder zurückzubekommen. Weil in Situationen, wo ich mich extrem freue, kann ich das alles rauslassen, wenn es zur Situation passt und wenn ich es erlaube. Ich kann mich aber auch in Situationen wieder zügeln, wo es nicht angebracht ist, ADHS-Kicks zu schieben in einem geschäftlichen Meeting oder sowas. Und in einem meiner letzten Selbstexperimente habe ich meine Antidepressiva-Migräne-Tabletten abgesetzt. Und ich muss sagen, die Migräne ist zurückgekommen. Wieder dieses Flimmern gehabt, ich konnte nichts sehen, war sehr geräuschempfindlich und lichtempfindlich und Kopfschmerzen haben gekickt. Und das Ganze für 60 Sekunden.
Das war noch nie so wirklich so schwach, aber crazy, weil das letzte Mal hatte ich das Ganze im Dezember. Jetzt haben wir April. Und zu guter Letzt, da wo ich heute extrem gut geschlafen habe, ich habe schon wieder eine Migräneattacke bekommen. Und zwar direkt heute Morgen. Die hat ein bisschen länger angehalten und ich habe auch bis jetzt Kopfschmerzen. Weiß nicht, ob es daran liegt. Aber ich muss es in Betracht ziehen. Ich bin generell eher ein Freund davon, so wenig Medikamente wie möglich nehmen zu müssen und bin gerade in der glücklichen Position, keine mehr zu nehmen. Ich setze da lieber auf natürliche Hilfsmittel. Um das Problem mit Dopamin in den Griff zu bekommen, kann man zum Beispiel kalt duschen gehen oder in die Sauna. Um die Konzentrationsstörung in den Griff zu bekommen, kann man meditieren. All das ist jetzt auch Teil meines Alltags, auch in früheren Selbstexperimenten schon gezeigt. Es gibt aber noch weitere Protokolle, die ich in meinen Alltag integriert habe und die viele da draußen bereits geholfen haben, mit den Problemen von ADS oder ADS umzugehen. Und das sind zum einen Ginkgo Biloba, was unfassbar konzentrationssteigernd wirken soll. Mir hilft es auf jeden Fall, da wird noch ein Langzeitexperiment zu kommen. Und L-Theanin, der genaue Gegenstoff zu Koffein, der zum Beispiel auch den Crash entgegenwirkt, aber auch sehr konzentrationsfördernd ist. Wie sollte es auch anders sein? Natürlich nehme ich auch L-Tryptophan, um nochmal einen kleinen Serotonin-Boost zu bekommen, was mir auch sehr gut beim Schlafen hilft, aber auch generell über den Alltag, um ein bisschen positiver zu denken und auch zu sein. Und mit dem Gutschein Steven Angel bei Prozis bekommt ihr sogar 10% Rabatt in Kombination mit anderen Rabattcoupons, die immer mal wieder so stattfinden. Dadurch supportet ihr mich, diesen Kanal, dass ich weiterhin solche aufwendigen Selbstexperimente machen kann und vielleicht hilft es auch euch da draußen. Aber es ist definitiv kein Muss. Es gibt auch natürliche Hilfsmittel. Dazu muss man teilweise nur unter die kalte Dusche springen. Auf Instagram habe ich euch gefragt, was sind die größten Probleme bei euch im Alltag mit ADS oder ADHS? Das Overthinken durch die Stimmen im Kopf. Und da kann ich nur den Tipp geben, das hat mir und auch vielen da draußen sehr geholfen. Euer Gehirn braucht Zeit, mehr Zeit als gewöhnlich. Also gebt eurem Gehirn auch die Zeit, euch einfach mal die Gedanken vorzuschmeißen, die euch so in den Sinn kommen. Das ist auch eine sehr gute Meditationspraktik. Das kann man sehr gut morgens anwenden, wo gerade die Welt noch ein bisschen langsamer ist und einfach mal die Gedanken kommen lassen. Nicht so am Smartphone chillen oder auch keine anstrengenden Tätigkeiten verbringen, einfach in der morgendlichen Routine oder wenn es passt, dann halt mittags. Aber auf gar keinen Fall abends, weil dadurch geht der Schlaf hops. Und vertraut mir, die Stimmen werden dadurch leiser, weil ihr die verarbeitet. Es gibt aber auch Vorteile, wie zum Beispiel bei Linus. Gar keins hat für mich mehr Vorteile. Ritalin ist maximal schlimm, aber Alvanse hilft gut. Ich würde generell vielen von euch raten, in eine professionelle Therapie zu gehen. Mir hat es sehr geholfen, zu wissen, wie ist es ohne ADS meinen Alltag zu durchleben. Und jetzt, wo ich die Medikamente abgesetzt habe und ich dieses Gefühl hatte, wie es eigentlich so ist, kann ich das sehr gut vergleichen, was ich mit Medikamenten anders gemacht habe, wie jetzt ohne. Zeitmanagement und Konzentration, das wohl größte Problem aus der Community. Egal was ich versuche, ich bekomme keine Struktur in meinem Alltag wegen zu vielen Gedanken. Konzentration beim Lernen. Wenn man lernen muss für eine Abschlussprüfung, aber man mehr auf äußere Geräusche hört. Oder auch ganz andere Eindrücke wie das Wetter, da ich die ganze Zeit müde bin. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass durch das ADS, das ja eine Art Genmutation ist, die uns von unseren Eltern weitergegeben werden, auch bestimmte Vitamine in der Aufnahme blockiert werden können und dadurch können Konzentrationsstörungen auftreten oder man ist geräuschempfindlicher oder halt auch das Wetter kann einen stärker beeinflussen. Da gibt es aber super Hilfsmittel wie zum Beispiel Vitamin D3 in hoher Konzentration. Höher als normal. Bei den Thematiken ist natürlich ein DNA-Test sehr sinnvoll, aber zu dem kommen wir noch zum Schluss. Mir hilft es wirklich sehr, Noise-Canceling-Kopfhörer aufzusetzen, um wirklich vollen Fokus für genau die Sache zu haben, die ich gerade machen muss, wie zum Beispiel ein Video schneiden. Da ist das wirklich ein Game-Changer. So nehme ich eine Variable, und zwar Geräusche, komplett raus. Die können mich dann nicht mehr ablenken. Aber auch einfachere Hilfsmittel für Konzentrationsstörungen wie Atemtechniken sind super einfach anzuwenden. Schaut euch dafür gerne das Meditationsvideo an. Das kann man wirklich zu jeder Zeit anwenden und hilft auch sehr gut gegen Panikattacken und Angststörungen. Konzentrationsstörungen treten auf, weil unser vorderer Teil des Gehirns, der Frontlappen, der übernimmt in diesem Zeitpunkt. Wir sind in einem wachsameren Modus. Das haben wir leider von unserer Steinzeit mitvererbt und dadurch reagieren wir schnell auf äußere Einflüsse. Heutzutage muss man diesen Bereich des Gehirns nur in den Griff bekommen, entweder durch Medikamente, die dann die Konzentration von dem vorderen Teil des Gehirns wieder auf den hinteren Teil ablenken bzw. übertragen oder man sucht sich anderen Ausgleich, wie zum Beispiel Sport. Eine erhöhte Herzfrequenz kann auch sehr bei Konzentration
Motivation helfen. Und was das Zeitmanagement angeht, Listen machen ist für den ADHSler der beste Freund. Nehmt euch wirklich einen physischen Zettel und einen Stift und schreibt euch auf, was wollt ihr heute machen. Und ihr arbeitet genau diese Dinge von der Liste ab. Euch kann nichts anderes mehr beeinflussen, weil ihr eure Liste für den Tag schon gesetzt habt. Das gleiche könnt ihr natürlich auch für den darauffolgenden Tag machen. Das ist wirklich ein absoluter Gamechanger. Auch wenn ich der Freund von digitalem Gut bin, schreibe ich alles auf Papier mit einem Stift. Macht euch also nicht zu sehr einen großen Kopf dabei. ADS oder ADS sind eigentlich Fähigkeiten, die wir für uns heutzutage nutzen können, denn ihr seid besonders. Und natürlich gibt es auch Menschen, denen das Ganze vielleicht auf die Nerven geht, aber das liegt im Endeffekt nicht wirklich an euch, sondern man passt dann einfach zum Beispiel freundschaftlich nicht zusammen. Also falls ihr solche Sprüche hört wie "Bekomm dein ADS mal in den Griff" oder ähnliches, es müssen beide Parteien an diesem Problem arbeiten und nicht immer nur eine Seite. Bis dato habe ich leider in weiter Angststörungen über den Alltag, nicht immer, aber sie treten echt häufig in letzter Zeit vor und auch meine Schlafprobleme sind größer geworden. Ich bin zum Beispiel gestern einfach panisch schlafgewandelt aufgewacht und stand einfach mitten im Raum und habe die Decke hochgehalten und meine Decke wiegt 25 Kilo. Und um damit besser umgehen zu können, weil ich weiß, es ist auch teilweise genetisch bedingt, es wird uns in die Wiege gelegt, dass solche Dinge vortreten, möchte ich in Zukunft auch in ein DNA-Labor gehen und wirklich schauen, was fehlt mir eigentlich. Gibt es irgendeinen Stoff, den mein Körper nicht selber produzieren kann oder der mir einfach in meiner Ernährung fehlt, der das wieder ausgleicht, dass ich eben keine Schlafstörung mehr habe oder Angststörung. Gleichzeitig nutze ich immer noch das Whoop-Band, um genaue Analysen zu bekommen, wie ich denn schlafe, woran die Probleme liegen könnten und noch weitere Analysen über den Alltag, was mich eigentlich wirklich stresst und was mich auch wirklich ruhig sein lässt. Bleibt also gespannt auf die kommenden DNA-Auswertungsanalysen, die ich hier euch präsentieren kann in einem ganz eigenen Video dazu, zusammen mit einer Datenauslesung vom Whoop-Band. Und lasst jetzt schon mal ein Abo da, dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht mehr. Da werden bestimmt noch einige andere Dinge zum Vorschein kommen, die nicht wirklich was mit ADS zu tun haben, die aber meinen Alltag so mehr oder weniger steuern. Lasst doch gerne ein Like da, um den Algorithmus einen kleinen Push zu verleiten. Ich weiß nicht wieso, der hat mich momentan noch auf dem Kicker. Who knows, vielleicht weil ich mehrere Jahre inaktiv war hier auf YouTube, aber feels good to be back. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Haut rein. Peace. Jetzt ist hier eine Mücke reingeflogen. Oh, werde dich finden.